Wir sind auf der Suche nach den Jugenddelegierten 2020. Dazu haben wir ein kleines FAQ gemacht. Viel Spaß damit. Warum solltest du dich für das Jugenddelegiertenamt bewerben? Ich würde sagen, ganz einfach, weil du die Möglichkeit hast, ganz, ganz vielen jungen Menschen zum einen eine Stimme zu geben und auch ganz, ganz viel zu bewirken. Einerseits bei den Vereinten Nationen, aber auch hier in Deutschland. Du sprichst teilweise in einer Woche mit 400 Jugendlichen und kannst denen auch einfach was mitgeben. Ihnen einfach den Mut geben, okay, engagiere dich, nämlich dann kannst du die Welt verändern. Und das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die du nutzen solltest. Und auch persönlich ist es ja unglaublich weiterbildend und auch prägend, weil man einfach selber so viele spannende Leute trifft und so viele coole Erfahrungen macht. Also man hat einerseits die Jugendlichen, mit denen man selbst redet, und dann trifft man aber auch irgendwie Politiker und UN-Mitarbeiter und kann es denen auch weitergeben. Heißt, man ist in dieser Vermittlungsfunktion, und wir waren in der gleichen Woche in der Jugendvollzugsanstalt und bei Heiko Maas dann im Büro. Also es ist voller irgendwie Kontraste, aber man merkt auch einfach, dass sich die Persönlichkeit weiterbildet und man durch diese ganzen prägenden Erfahrungen einfach total coole Sachen erlebt. Unterm Strich also das beste Ehrenamt, das es gibt. Ja. Also. Ja. Was für Voraussetzungen müsst ihr mitbringen, um euch als Jugenddelegierte 2020 zu bewerben? Zum einen müsst ihr zwischen 18 und 25 Jahre jung sein. Zum anderen braucht ihr leider eine deutsche Staatsbürgerschaft und müsst zum Aufenthalt, also während des gesamten oder ein Großteil des gesamten Jugenddelegiertenjahres, auch in Deutschland sein. Das heißt, es ist leider schwer, in den USA zu studieren und die Deutschlandtour zu machen. Deswegen in dem Fall jahrelang in Deutschland. Also es gibt so gesehen keinen besten Zeitpunkt für das Jugenddelegiertenjahr. Was wir euch empfehlen würden, ist, das nicht während dem Abitur zu machen, sondern nachdem man seine Schullaufbahn abgeschlossen hat. Außerdem studieren wir beide nebenbei. Heißt, man kann sich das zeitlich auch so einteilen, dass man auch Sachen nebenbei schaffen kann. Aber man muss auf jeden Fall nicht irgendwie auch studieren oder irgendwas anderes machen, sondern man kann währenddessen auch irgendwie eine Ausbildung machen oder ein duales Studium oder so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das irgendwie in seinen normalen Lebenslauf zu integrieren. Das Jugenddelegiertenamt ist zwar zeitintensiv, aber am Ende des Tages entscheidest du, wie zeitintensiv das ist. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe hier eine Prüfung, hey, ich muss hier an meinem Ausbildungsplatz sein, dann ist es nun mal so. Und danach muss ich das Amt richten, nach dir und nicht andersherum.